Hey Formel 1 Freaks, momentan scheint Fernando Alonso ja wie ausgewechselt. Seit er bei Aston Martin ist, wirkt er total handsam. Er kümmert sich um seinen Teamkollegen, also es schert ihn, wie es den Teamkollegen geht, an welcher Position er ist. Er gibt ihm Tipps und er will ihn unterstützen und fördern. Und so kennt man Fernando Alonso nicht. Früher, da galt nur Fernando Alonso first, er wollte gewinnen und es hat ihn eigentlich nicht geschert, wie es den Teamkollegen geht. Was ist da also jetzt bei Fernando Alonso anders geworden, seit er bei Aston Martin ist? Dazu hat der ehemalige Ferrari und Williams Teammanager Peter Winzer einen Verdacht. Und er sagt, dass das vielleicht nicht immer so sein wird, dass Fernando Alonso nicht immer so sein wird, wie er jetzt ist. Was das für ein Verdacht ist und mehr dazu, das erzähle ich euch in diesem Video. Übrigens, nicht wundern, warum es hier so hallt. Ich bin umgezogen in einer neuen Wohnung und hier hallt es noch. Ich musste noch wegbekommen den Hall, also das wird auf jeden Fall wieder besser. Alle Quellen zum Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Abonniert gerne den Kanal für regelmäßigen neuen Formel 1 Content, damit wir gemeinsam als Community die Formel 1 in Deutschland wieder nach oben bringen. Ich danke jedem einzelnen von euch für die Unterstützung. Bleibt bis zum Ende des Videos dran. Als Fernando Alonso zu Aston Martin gekommen ist, da hat jeder noch gedacht, oh je, ob das so harmonisch ablaufen wird zwischen ihm und Lance Stroll, denn sie hatten ja in Austin 2022 einen heftigen Crash. Da ist Fernando Alonso richtig abgehoben und da hat er noch danach damit zu kämpfen gehabt, nach dem Rennen, mit diesem Schock sozusagen. Ich denke, viele von euch erinnern sich an die Szene, wie Fernando Alonso aus dem Auto ausgestiegen ist und dann ja völlig schwach gewirkt hat, fast schon so, als würde er gleich zusammenbrechen. Das heißt, selbst nach dem Rennen, so viele Minuten nach dem eigentlichen Unfall, hat Fernando Alonso immer noch diesen Schock in den Adern gespürt. Natürlich hat Fernando Alonso schon einige Crashes hinter sich, aber man gewöhnt sich da nie so richtig dran. Vor allem, wenn man den Boden unter den Füßen verliert, wenn man abhebt und die gesamte Kontrolle über das Auto verliert. Das tangiert sogar noch einen Fernando Alonso, der so viel schon erlebt hat. Und das war eben bei diesem Crash auch so. Das ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Und deswegen haben viele gedacht, ja, Lance Stroll und Fernando Alonso, ob die sich so grün sind, grün im wahrsten Sinne des Wortes, Aston Martin. Und dann kommt natürlich auch noch die Dynamik hinzu, dass Lance Stroll der Sohn des Teambesitzers ist. Und da könnte man sich fragen, ob das so gut geht, dass eben Fernando Alonso dann ja als der Große betrachtet wird und im Team gut behandelt wird, wenn eben der Sohn mit dabei ist, der ja auch vorankommen will und vom Vater mit Sicherheit die Unterstützung genießt. Aber im Endeffekt hat sich herauskristallisiert, dass es alles ziemlich gut abläuft, dass es harmonisch ist und dass Fernando Alonso und Lance Stroll ziemlich gut miteinander auskommen. Er hat sogar mal gesagt, für ihn ist Lance Stroll Weltmeisterkaliber. Ein Fahrer, der auf jeden Fall um die Weltmeisterschaft mitfahren kann, im richtigen Auto. Und in dieser Saison hat sich auch noch herauskristallisiert, dass Fernando Alonso zu Lance Stroll ja ein richtig inniges, unterstützendes Verhältnis hat. Er fragt sich immer, wo, an welcher Position befindet sich Lance Stroll, geht es ihm praktisch gut, also kommt er voran, überholt der Fahrer und er gibt ihm sogar auch Tipps, wie zum Beispiel vor kurzem mit seiner Bremsbalance, die er Lance Stroll mitgeteilt hat. Und in Miami war noch ein Vorfall, der durch die Medien gegangen ist und im Internet praktisch jetzt schon Kult ist. Nämlich ein Funkspruch von Fernando Alonso. Er hat nämlich zu seinem Team Folgendes gefunkt. Auf welcher Position ist Lance? Großartiger Move in Kurve 1. Ja, und warum ist dieser Spruch so Kult? Ja, weil es zeigt, dass Fernando Alonso während des Rennfahrens, während des Fahrens mit 300 km/h oder mehr, noch auf die Bildschirme an der Rennstrecke schauen kann und das Rennen mitverfolgen kann und sogar noch sehen kann, wer wann wo jemanden überholt. Und deswegen ist das so ins Internet eingegangen. Und es zeigt auch, dass Fernando Alonso eben wie gesagt sich um Lance Stroll schert. Es interessiert ihn anscheinend, wo sich Lance Stroll gerade befindet, an welcher Position und ob es ihm gut oder schlechter geht. Auf jeden Fall hat Fernando Alonso zu dieser kultigen Szene Folgendes gesagt. Heute hatten wir ein etwas einsames Rennen. Auf dieser Strecke gibt es in einigen langsamen Kurven große Fernsehbildschirme. Daher war es sehr einfach, das Rennen im Fernsehen zu verfolgen. Ich hatte keinen Druck hinter mir und vor mir hatte ich nichts mit den Red Bulls zu tun. Am Kurvenausgang von Kurve 11 haben wir diesen großen Fernsehbildschirm, den wir jede Runde sehen, wenn wir dort durchfahren. Und ich habe gesehen, wie Lance einige Moves gemacht hat, also war ich froh, das zu sehen. Ja, Fernando Alonso gilt wirklich als Multitasking-fähig. Das war schon immer so. Er hat immer schon das Rennen analysiert, zeitgleich
mit dem, dass er im Cockpit sitzt und kämpfen muss mit anderen Fahrern. Er hat sogar oft mit den Ingenieuren über die Strategie gefunkt und halt seine Meinung dazu abgegeben, was besser wäre, was man machen könnte und so weiter. Erst vor kurzem in Melbourne, als es den Restart gab, wo sie dann wieder eine rote Flagge ausgelöst haben, kurz nach dem Restart, da hat Fernando Alonso im Boxenfunk sofort gesagt, man muss die Startaufstellung verwenden vor dem Restart. Also wenn man jetzt nochmal neu startet, dann kann man nicht die Reihenfolge nehmen, die die Fahrer in diesem Zeitpunkt inne hatten, als das Rennen unterbrochen wurde. Denn die Fahrer hatten zu diesem Zeitpunkt noch keinen einzigen Sektor überfahren, alle Fahrer, sodass man da eine Reihenfolge bewerten könnte, sondern es war halt ein komplettes Durcheinander. Und da hat Fernando Alonso auf Silverstone 2022 angespielt am Boxenfunk, dass das da genauso war und dass man das jetzt in Melbourne auch wieder so machen muss. Und das zeigt, wo Fernando Alonso mit seinem Kopf oft ist während des Rennfahrens. Er hat da wirklich diese Fähigkeit dazu. Aber wofür Fernando Alonso nicht so bekannt ist, ist, dass er ein guter Teamplayer ist. Das war in der Vergangenheit schon öfter der Fall, dass er angeeckt ist mit den Teams, in denen er war und dann vielleicht sogar mit Unmut gegangen ist. Jetzt zuletzt wieder bei Alpine, da gab es ja auch einige kleine Sticheleien. Zum Beispiel hat er ja gesagt, er kann es kaum erwarten, endlich zu Aston Martin zu gehen. Und er hat auch gesagt, er kann es kaum erwarten, eben den besseren Motor zu fahren, denn der Alpine ist ja sehr oft ausgeschieden letztes Jahr. Somit rollen in Anführungszeichen öfter Köpfe, wenn Fernando Alonso in einem Team dabei ist. Und das hat vor einiger Zeit auch der Formel 1-Experte Marc Surer gesagt. Er hat nämlich Folgendes gesagt. Er ist hochmotiviert, er treibt das Team voran und ja, er ist auch ein Politiker. Bei den Teams, in denen er vorher war, rollten immer Köpfe. Mal schauen, wie es jetzt bei Aston Martin sein wird. Ja, und diese Eigenschaft von Fernando Alonso, dieses Köpferollen auslösen, das scheint jetzt gerade überhaupt nicht mehr der Fall zu sein. Er scheint sich wunderbar mit Lance Stroll zu verstehen, wunderbar mit Lawrence Stroll und er scheint das Team zu lieben, das Team voranbringen zu wollen, die maximale Punkteausbeute zu holen, also egal, ob er jetzt vorne ist oder Lance, er interessiert sich, ob Lance weitere Positionen holt, damit eben die Gesamtperformance des Teams besser ist und die gesamten Punkte, die das Team holt, besser sind. Und das ist anscheinend nach außen hin momentan sein Mindset. Er wirkt so lieb, nett und kümmert sich. Aber der Ex-Ferrari- und Williams-Teammanager Peter Winsor, der sieht das anders. Er glaubt, der alte Fernando Alonso, den wir alle kennen, wird irgendwann wieder zum Vorschein kommen und dass er momentan etwas aufbauen will, so eine Art, wir alle lieben Fernando Alonso-Ding. Er will also praktisch everybody's darling, everybody's best friend sein. Peter Winsor hat Folgendes dazu gesagt. Er ist ein politisch sehr schwieriger Fahrer im Team. Und das kann man schon bei Aston Martin sehen, an der Art und Weise, wie er übertriebene Kommentare dazu abgibt, wie gut Lance ist und wie er Lance hilft. Nichts davon würde den wahren Alonso wirklich interessieren. Man sieht, dass er nur versucht, bei Aston Martin eine Art Wir-lieben-Fernando-Ding aufzubauen. Und eines Tages wird wahrscheinlich alles zusammenbrechen. Und der alte Fernando, so wie man ihn kennt, ist wieder da. Ja, das nenne ich mal eine krasse Aussage, beziehungsweise eine krasse Prognose. Er denkt also, irgendwann wird alles zusammenbrechen, diese Fassade sozusagen, und der alte Fernando Alonso wird wieder zum Vorschein kommen. Also der nicht nette, in Anführungszeichen, Fernando Alonso, der halt nur auf den eigenen Vorteil schaut und der siegen will, über alles. Also dem auch nicht interessiert, wie es dem Teamkollegen geht, sondern der nur auf sich schaut. Und ich denke, er könnte damit sogar recht haben, denn es wirkt schon manchmal ein bisschen komisch, wie nett Fernando Alonso momentan ist. Ich denke, das ist vor allem dem zu schulden, dass Aston Martin momentan so gut ist. Es ist für ihn halt einfach ein neuer Frühling und er hat noch nie so viele Punkte gesammelt in den ersten 5 Rennen einer Saison seit 2010. Das muss man sich mal geben. Also das ist die beste Saison, der beste Saisonstart für Fernando Alonso seit 13 Jahren. Und deshalb ist Fernando Alonso wahrscheinlich auf einem anderen Level momentan vom Mindset. Er liebt Aston Martin, aber ob das auch noch so sein wird, wenn Aston Martin beispielsweise schlechter werden würde wieder oder wenn Lance Stroll besser werden würde, also wenn er vielleicht sogar Fernando Alonso überholen würde, das glaube ich jetzt zwar mal nicht. Ich glaube, Fernando Alonso ist einfach der viel bessere Fahrer, aber sollte da ein Battle entstehen,
ein Kampf der beiden, sodass es wirklich darauf ankommt, dann zeigt sich, ob Fernando Alonso wirklich so viel Gefallen an Lance Stroll gefunden hat oder ob er ihn wirklich so gern mag. Oder ob dann der Racer in ihm herauskommt und er ja dieses ganze Nettsein, dieses ganze Wir lieben Fernando-Ding wieder ablegt und eben nur auf den eigenen Vorteil schaut. Ich bin gespannt, denn ja, Fernando Alonso ist Fernando Alonso, der wird sich auch, glaube ich, nie ändern. Er liebt halt die Formel 1 wie seit Tag 1. Kaum ein anderer Fahrer hat über so viele Jahre so eine Passion und erhält die immer aufrecht. Also er verliert da auch nicht irgendwie den Drive. Er ist immer noch der, wie er immer war. Und momentan macht er wirklich richtig viel Schlagzeilen. Er soll ja angeblich Taylor Swift daten. Also er ist da wirklich so populär wie noch nie zuvor. Und ich glaube, das genießt er auch irgendwo. Und deswegen, wenn er nicht mehr der populärste ist, also wenn er nicht über dem Team steht bei Aston Martin irgendwann, dann könnte es sein, dass eben der alte Fernando Alonso wieder zurückkommt. Und wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er weiterhin Erfolg haben wird mit Aston Martin. Aber wenn es nicht so sein sollte, dann könnten wir da auch wieder, ja, einiges erleben. Ich sag mal so, im Sinne von Sticheleien, krassen Aussagen und so weiter. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch passieren wird. Was denkt ihr denn? Ist Fernando jetzt zum Netten geworden oder schlummert da in ihm noch der Alte und er macht das nur als Fassade, damit eben die Stimmung im Team gut ist? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bleibe für euch am Ball in der Formel 1. Bis zur nächsten Folge. Ciao.